Heute stelle ich ein erstes Video auf meinem Kanal hoch. Also, ich habe schon davor ein bisschen auf YouTube was gemacht, aber nicht in solchem Bereich. Wie man sieht, ich bin hier in Google Earth. Heute wollte ich mich mal um ein Thema widmen, was mir vor kurzem auf Dings aufgefallen ist. Ich habe mich jetzt ein bisschen noch darum erkundigt und so, ganz, ganz spannend eigentlich. Und keine Ahnung, ich habe mir, also wegen Flug MH370 oder so, und dann ist ja so ein Gerücht gewesen wegen, wie heißt das, wegen diesem Diego Garcia, oder wie das heißt, das ist diese Insel. Und ich meine, es ist ja, also, es ist ja angeblich nicht da, muss jetzt auch nicht sein, also, nur so will ich jetzt noch hinzufügen, das soll. Wenn es sein sollte, dann sollte es in diesem Burger Body sein, glaube ich, angeblich, wegen diesem Villeboot oder so. Aber darüber will ich jetzt gerade gar nicht sprechen eigentlich. Ich will über was anderes sprechen, was auch ziemlich wahrscheinlich ist. Ich kann euch das Originalvideo später verlinken, wo ich das mir aufgefallen ist. Und zwar, gucken wir uns mal den Hafen an. Fällt euch irgendwas auf? Jupp, guckt euch das hier mal an. Ist das nicht irgendwas wie so ein Unterwasserding? Man denkt sich jetzt, ja, okay, vielleicht ist es unterm Hafen. Aber wenn man so hier lang guckt, Moment, wo ist es? So hier, da geht es überall noch weiter. Und das ist keine Reflexion, das muss doch irgendwas sein. Und hier sieht man, es kommt mal wieder näher zur Küste. Hier sieht man erstmal nicht so viel wegen dieser Reflexion, aber hier ist schon wieder was. Richtig wie irgendwelche Häuser, irgendwas. Hier hinten geht es auch noch weiter. Man sieht es hier eigentlich ziemlich gut. Also hier glaube ich, das ist, ich weiß nicht, es könnte auch ein Grafikfehler sein. Aber ich meine, was haltet ihr von der Geschichte? Ich meine, es könnte wirklich sein. Aber das hier sieht mir eher nach einem Aufnahmefehler aus, weil so wird man nicht bauen, glaube ich. Aber das hier sieht doch schon ziemlich echt nach irgendwelchen Bäumen aus. Oder? Was haltet ihr? Ihr könntet mir sehr gerne als Kommentar schreiben. Oder hier. Sieht aus wie irgendwelche Auslagerung. Und ich weiß nicht, ich kannte die Insel bevor diesem ganzen Vorfall und so nicht eigentlich. Also sie hat mir nichts gesagt. Und genau hier. Ich finde, hier kann man es ziemlich gut sehen. Dass hier irgendwas unten drunter gebaut sein muss. Irgendwie hier ist irgendwas Rotes. Aber es ist auch schon von 2001. Glaube ich. Also da steht irgendwas von 2001. 2006, da unten steht dieses Bildaufnahmedatum. Also 2006, ich meine, hier, keine Ahnung, ich glaube hier unten drunter in der ganzen Inselbereich haben die irgendwas gebaut. Hier draußen ist, glaube ich, nichts mehr. Oha, ich weiß gar nicht, dass es sich hier so bewegt, dass die so eng gemacht haben. Ja, egal, also, das ist sich, das, hier draußen haben die, glaube ich, nichts gebaut. Aber ich finde, das ist schon mal ein bisschen krass, was sie sich hier so geben. Das hier ist auch Reflexion nur. Und ich weiß nicht, also ich finde das schon ein bisschen krass, was die da bauen. Wahrscheinlich, also ich glaube schon, dass die da irgendwas hingemacht haben. Ich meine, hier oben müssen, machen die wahrscheinlich ihre öffentlichen, also in so Gänsefüßchen, wie das heißt, Projekte, also angeblich. Hier nochmal der Name. Und so. Und sonst diese unöffentlichen Dinge, irgendwelche Tests und Laborversuche und so. Also hier sieht man nochmal irgendwelche Bilder davon. Kann man sich ja alles nochmal angucken. Hier unten sind diese Koordinaten. Oder einfach die Yoga Visier in Google Maps oder was eingeben. Vielleicht hänge ich jetzt hier danach noch was an. Irgendwas, was ich noch so herausgefunden habe oder so. Zumindest könnt ihr es in die Kommentare schreiben und sagen, wie es euch gefallen hat. Bis dann oder gleich. So, also ich habe jetzt nichts mehr gefunden, bis auf hier so ein Bild, das ich jetzt gleich einblende. Und ja, also es sollte jetzt hier so eingeblendet sein, hier. Und ich werde den Link dazu machen, das habe ich in Google gefunden. Also es soll so eine Unterwasseransicht sein, angeblich. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt einfach nur Diego Garcia Hidden Underwater Base gegoogelt. Ihr könnt jetzt selber nachgucken, wenn euch das Thema interessiert. Und ja, könnt ihr mir gerne Feedback da lassen. Ich würde das Thema gerne weitermachen. Oder irgendwas Mystery. So. Ihr könnt auch gerne irgendwas dazu schreiben oder so. Aber sonst,
Ja, mal gucken. Also, ich hab auch noch andere Kanäle. Ich werde dann mal sehen, ob ich die jetzt verlinken werde. Dann, ja, tschüss und noch viel Spaß.